Jetzt, wo ich zurück in Deutschland bin und ich in Griechenland nur getrunken und gechillt habe, kann ich mich endlich wieder den wichtigen Themen des Lebens widmen und ein wenig voranarbeiten. Sieht aus wie ein Ei, Digga. Danke dir, Digga. Hey, Jungs, könnt ihr mir noch mal eine Sache sagen? Wohin fahren wir noch mal? Wir fahren jetzt nach Muck. Liebe Leute, macht euch keine Sorgen, wir haben hier nur eine gemäßigte Autofahrt. Ich stunk, Mensch! Less than three. Anna! Ey. Ach, ich bin dran. Ja. 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 Ich hab meinen Text vergessen. Wir können tatsächlich hier noch ein bisschen frischen Sonnenschein abschnappen. Das ist natürlich eine sehr, sehr geile Sache. Und ich weiß ehrlich gesagt auch schon gar nicht mehr, was ich erzählen soll. Let's knallt. Was war das denn? Digga, ich bin halt einfach mal am Zittern. Alter, mit einer Sniper, Junge. Was? Was ist das? Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es noch mit der Pumpe ist. Weil das erinnert mich an den Ecstasy-Clip. Warte mal, es gibt einen Clip, wo Ecstasy mit einer Waffe schießt. Schick mir den, Steven. Hör mal. Junge, legit, es sieht so aus, als ob da einfach alles bricht, wenn Ecstasy zu schnell schießt. Das ist einfach legit einfach so ein Skelett, der Typ. So eine Pumpe. Ich möchte ganz kurz einen Disclaimer geben zu dem ganzen Ding hier. Die Jungs machen das sauber. Wir machen jetzt hier keine Faxen, keine Actions. Du boomst. Du hast schon mehr Pulver, ein bisschen mehr von allem. Okay, die hat auch nicht Wumms. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Ein bisschen mehr Pulver. Ach, ja, den merkt man. Ach du Scheiße. Güte, ich will einfach so eine professionelle Haltung jetzt haben, dass du so nach vorne so zwei Schritte machst. Bei der AK immer nach unten zielen, oder? Wenn man sprayt. Ich sehe aus wie ein Ei, Digga. You're the last one. Complete the mission. Das ist es. Wir fahren zurück nach Stuttgart und müssen jetzt erstmal ein mieses Lied, glaube ich, erfinden, oder? Auf der linken Spur Richtung Stuttgart. Nachdem wir in München waren, fatzen wir, glaube ich, jetzt nach Köln. Oh nee, Digga, nicht Köln. Achso, zu Juice, Dings. Auf der linken Spur Richtung Köln. Richtung Köln. Hast du doch, ich sag dir ehrlich, ohne Tüte ist es nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Korrekt oder weg, das Quiz mit Tisch. Ich liebe Schamlippen. Alles klar. Die Episode kommt dann übernächstes Jahr, oder? Kommt in 2025, habe ich geplant. Perfekt, Digga. Ja. Alles klar. Und ich frage mich immer wieder, wieso ist der Comedy-Preis nie an dich gegangen, Digga? Weil er eine doofe und sauer. Chillig. Nee, Jungs, wirklich sehr geil. Hey. Hey, klar, gar kein Problem. Lass euch nicht impfen. Ah ja, du bist halt krank, Digga. Das wurde mir eingefragt. Es wäre doch jetzt ultra geil, auf so eine Netflix-Release-Party von jemandem zu gehen, bei dem wir gar nicht eingeladen sind, oder? Das ist es! Ich möchte euch ganz kurz Sandy vorstellen, weil auf meinem Kanal hat sie noch nicht stattgefunden. Sandy ist die größte Ehrenfrau. Ja! Du musst es sagen. Entzündet den Tornado. Ich muss euch was sagen. Ich mache eine Pause. Ich will im November und Dezember wieder mehr Videos machen, mehr aufwendig. Na gut, ja. Entzündet den Rekord-Tornado. Was du das? Ich weiß es nicht. Das wird Nico ja am Ende des Tages entscheiden. Digga, das war einfach so ein Abend, wo jeder einen Tornado gezündet hat. Ich sehe, wenn du das jetzt schneidest, ne? Real Talk, meinst du, der war jetzt super? Was haben wir denn da drüben? Da haben wir jemanden im Ola-Galler. Ich vlog dir ganz einfach nicht. Ey, danke, Bro. Aber hast du schon Lucius kennengelernt? Lucius, mein Lieber. Hey, das steht einfach Geringverdiener, Digga. Das ist er! 257 mal aus! Was ist da los, Digga? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ey, ich hab gehört, du hast zwei geile blonde Chias an Bord.
oder? Aber du bist halt einer von den beiden. Hey, warum lässt du es nicht zu? Ob das jetzt abschließend eine gute Idee gestern war? Ich sag's dir gestern. Alter, Digga, Bro, so kriminell, wie du dir gestern einen reingestellt hast. Hey, jetzt hängt er hier. Alter, Bro. Ich hab gerade so Spaß am Vloggen, es ist wirklich komplett beschissen. Ich hoffe, ihr seht es genauso und habt euch den Tag jetzt auch ordentlich versauen lassen. Es geht nochmal ein dicker Kuss raus an die Schießbude, wo wir waren. Könnt ihr gerne unten in der Beschreibung abchecken, da werden wir sicherlich nochmal hingehen. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann schaltet den Daumen jetzt nach oben rein und abonniert bitte unter keinen Umständen diesen Channel. In diesem Sinne. Boah. Hast du wieder gefurzt? Boah. Digga. Hast du wieder gefurzt? Machst du das? Nein. Oh. Oh. Oh mein Gott, Digga. Boah, du hast geschissen. Ich schwöre es dir. Digga, diese Prada-Jacke, die er anhat, ey, die sieht echt anders geil aus. Vor allen Dingen in diesem hellgelb. Ja. Alter, das war ein enormer Furz. Da merkst du mal, wie durcheinander ich bin. Oh Mann, ey. Holy shit.